Okay, wir machen einfach erstmal weiter. Blutsväter Kontrolltürme erobern, um einen Weg zum Kartografen zu öffnen. Du müsstest doch, also müsstest doch jetzt aber theoretisch auch ins Hauptmenü zurück können, von dort aus in die Option, dann reingucken können und dann wieder die Mission anwählen können. Im Anflug, Sir. Hört genau zu, Leute. Ihr wurdet für die Mission ausgewählt, weil ihr alle Einsatzerfahren seid. Eine große Armee würde Atriox sofort alarmieren. Also brauche ich nur die Besten. Hurra! Erkundet die Gegend. Die Verbanden könnten noch immer Truppen auf den Routen um den Kartografen haben. Okay, einen Weg zum Kartografen finden. Okay, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Bevor wir jetzt weitermachen, ich versuche mal eben noch ein paar Tasten. Nicht, dass gleich irgendwas passiert hier, keine Ahnung. Oh. Okay. Wen jetzt interessiert, das Numpad kann man auch für die, genau. So, nutzen. Irgendwo hier auf der Map kann ich irgendwas. Ich finde das interessant. Oder auch nicht. Komm ich. Herr Cedric. Gib mal einen Tipp hier. Ah, oh, ja. Oh, oh, F9, es? F9. Ein Weg zum Kartografen. Also hier sagt er schon mal Missionsziele. F9, Missionsziele. Und F10 ist das Hauptmenü. Ich werd bekloppt. Oh, oh, da kommt man ja schnell drauf. F9 und F10, das sind doch typische Tasten. Das die kennt man doch aus jedem Strategiespiel dafür, auf ganz jeden ehrlich. Fall. Das, dass du das nicht wusstest. Das führt mich zurück in die 90er. Da waren das wirklich klassische Tasten für sowas. Heutzutage, ja, warum nicht, ne? Back to the roots. Das Einzige, was, glaube ich, heutzutage genutzt wird, sind F4 und F5 als Speicher schnell laden. Ja, genau. Oder Alt F4, um schnell etwas zu beenden. Oder um Menschen zu verarschen. Okay, es freut mich. Ich weiß zwar nicht mehr, wofür ich das jetzt haben wollte, aber machen wir erst. Optionalen Missionsziele nachgucken. Genau, das haben wir auf F9. Das freut mich. Guck mal, ich klick's nochmal. Ja. Achso. Jetzt machen wir einfach erstmal weiter. So. Den Kartografen finden wollen wir, ne? Ja. Wir haben zerstörte Bergbauanlagen der Verbanden gefunden. Haben wir noch andere Leute hier? Negativ. Da ist wohl noch jemand in der Nähe. Seien Sie vorsichtig. Der Feind unseres Feindes ist nicht automatisch unser Freund. Sparken auf dem Weg. Look out. Isabel, hast du sowas schon mal gesehen? Ein Massaker. Wer den Verbanden so etwas antun kann, dem sollten wir besser nicht begegnen. Moment. Stimmt. Aber davon abgesehen haben wir immer noch einen Job zu erledigen. Ist von Isabel das also die Synchronstimme von Emma Stone? Fabian, solltet. Ich hab's noch nie gehört. Falls ihr die Stimme gleich nochmal hören solltet, hört mal genau hin. Ich bin fast der festen Überzeugung. Also, ich bin fast der festen Überzeugung. Hm, guten Morgen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es von Emma Stone die Synchronstimme von Isabel. Cedric, mal so zur Lore, ne? Die Roboter, die kenne ich hier gar nicht. Das sieht aus wie Mech-Warriors. Was sind das für Roboter? Cyclops. Ach, die Cyclops, ja, die sind auch relativ selten vorgekommen. In okay. Halo 4 kamen die, glaube ich, erstmal nicht vor. Und in Halo, ja doch, die kamen, glaube ich, sogar nur in Halo 4 vor. Ich glaube, in Halo 5 kamen die gar nicht vor. Ich kann mich da auch täuschen, dass Halo 5 nicht mehr so viel. Aber großartig in den Büchern, die ich gelesen habe, kamen die jetzt auch nicht vor. Also kann ich dazu auch gar nicht mehr so viel sagen. Okay. Man kennt's halt. Ist halt Sci-Fi. Ja. Versuch mal, das Mikro weiter ranzuhalten. Weil du wirst manchmal etwas leise. Wie gesagt, das ist mein automatischer Pegel, warum auch immer der drin ist. Okay. Ja, ihr Lieben, jetzt mal, wie gesagt, zum Twitch-Channel. Oh, okay, kommen wir gleich zu. Verbandenfahrzeuge, schick den Cyclops. Moin, Tobi. Ich
Faselt hier, ich suche einen Weg drumherum, um die Lichtbrücke wieder in Gang zu bringen. Wagen auf dem Weg. Wagen auf dem Weg. Achtung! Okay. Sagen Sie mir einfach, wo der Feind ist. Alle Einheiten. Achso, ich muss mit dem jetzt hier hoch. Sagen Sie mir einfach, wo der Feind steckt. Rück auf. Ich bin unterwegs. Rück auf. Ich bin unterwegs. Warten auf dem Weg. Rück auf. Schreib mir den mal. Ja, geil. Wie aus dem ersten Teil die Dinger erobern. Finde ich mega gut gemacht. Geil. Jetzt ist er von uns bemannt. Mega gut. Aber das sind so kleine Details, die das Herz eines jeden Fans höher schlägen, das finde ich. Das bei einem Echtzeitstrategiespiel. Okay, ich habe den ersten Teil, wie gesagt, nicht gespielt. Umso mehr, umso überraschter bin ich halt, ne, über die Mechanik hier teilweise. Das ist ganz cool. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Ich glaube, wir haben was verloren gerade. Im Laufbrett. Macht aber nichts. Oh, hier haben wir noch Energie liegen lassen. Im Laufbrett. In Bewegung. Rücke auf. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Um eben nochmal auf Twitch und die Points zurückzukommen. Ich hatte am Anfang des Streams, oder mehr oder weniger am Anfang des Streams erwähnt, dass es, dass die Stunden jetzt getrackt werden und die Points, auch. Mit den Points, die werden wichtig sein für Verlosungen, die wir, durch die Lootboxen dann, ja, verlosen werden. Das muss mit dem Kartografen zusammenhängen, den die Verbanden nutzen. Und die Stunden werden halt getrackt, da könnt ihr halt verschiedene Ränge mit erreichen, ne? Ein Stück voraus wäre ein guter Ort für eine Basis. Isabel, gib Professor Anders alle Informationen. Einer der Ränge ist Haken, Faden, Master, Faden, Shooter Person. In Bewegung! In Bewegung! Das war eine Call of Duty Referenz aus einem, auf einer Parodie daraus. Im Laufbrett. Wir schicken eine Basis. Machen wir hier die Basis. Professor Anders wird Sie so lange über Ihre Mission informieren. Man kommt nur über einen Aufzug zum Kartografen. Der wird aber von den Verbanden kontrolliert. Um an ihn zu gelangen, müssen wir 3 Kontrolltürme in der Nähe des Aufzugs erobern. Ich markiere sie auf Ihrer Karte. Wenn Sie die Türme erobern, kann ich auf die Aufzugssysteme zugreifen. Feuerbasis errichtet. Die Verbanden wollen verhindern, dass wir den Kartografen erreichen. Sie werden uns mit allen Mitteln bekämpfen. Ja, da kennen die uns aber schlecht. Um zu erobern, brauchen Sie mehr Truppenspartner. Bauen Sie ein Nachschubmodul in einem Bauen Sie ein Luftfahrzeugdepot, damit Sie Lufteinheiten einsetzen können. Wir wissen, dass die Verbanden Wraith-Panzer in der Gegend haben. Sie brauchen Lufteinheiten, um sie effektiv zu kontern. Denken Sie daran, Lufteinheiten zu kontern. Tobi ist der Twitch-King. Ich weiß, woran das liegt. Er ist halt gewohnt, bei anderen Leuten auf dem Bildschirm zu gucken. Modul errichtet. Captain, das kann er gut. Lufteinheiten bewegen sich auf Jeromes Position zu. Schaffen Sie ein paar Hornets runter, um die Wraith zu beschäftigen. Hornets, so heißen die Flugdinger. Cool, wir haben endlich mal. Ja, die Flieger heißen Hornets. Machen Sie die Hornets scharf, Jerome. Da kommen sie. Kam auch vor in Halo 4. Gut, den vierten habe ich schon nicht mehr gespielt. Daher bin ich da raus. Und ich glaube auch in Halo 3. Ja klar, auch in Halo 3. Es kommt noch mehr Feinde aus Richtung Osten, Spartan. Verstanden. Begebe mich zu den Koordinaten. Unsere Basis wird angegriffen. Luftfahrzeugdepot errichtet. Ich
Wir werden ein bisschen ausgedünnt. Norden. Garage? Die können... Das scheint der letzte gewesen zu sein. Die kommen aber wieder. Sie können weitere Hornets in ihrem Luftfahrzeugdepot bauen, um Verluste zu ersetzen. Fangen Sie jetzt an, die Kontrolltürme zu erobern, während sich der Feind neu gruppiert. Ich denke mal, in der Garage können wir Cyclops oder so bauen. Ich glaube, in der Garage konntest du Fahrzeuge bauen, also Warthogs. Ja, ja. Und eventuell sogar Scorpions, bin mir aber nicht sicher. Okay. Ich baue mal vollständiger halber auch die Türme hier an der Seite aus. Granatenwurf entwickeln wir mal eben schnell. Das ist nämlich ganz gut für kleine Packs. Ja, mega gut. Also volle Atmosphäre. Also jeder Halo-Fan, der wird sich hier sofort wohlfühlen, ne? Also, das haben die wirklich gut gemacht. Wie gesagt, das ist der erste Teil. Garage da errichtet. Da hab ich genau vertraut, dass das da hingehen wird. So fand ich halt, wie gesagt, die Story, wie ich das schon mal angesprochen hatte beim ersten Teil, hatte so ihre Lücken. Eine Routinearbeit. So. Geschütz errichtet. Zum Beispiel dein Wraith-Panzer hat ja auch ein etwas anderes Design bekommen. Wraith-Panzer? Ja, der Panzer von den Aliens. Ach der, ja stimmt, der war vorher lila, purple glaube ich, ne? Kann das sein? Ja, die Farben kommt man ja immer irgendwie anpassen. Violette galt halt nur dazu, dass es irgendwie von der Allianz ist, es halt, liegt halt anstatt. Ja, du musst unbedingt dein Autopegel ausstellen oder sowas, weil du bist dann auf einmal leise und dann wieder laut und wieder leise. Das ist ein wenig verwirrend für die Aufnahme. Aber ich... Höhlen! Achso, das ist die für Interifia. Okay, da bauen wir auch mal ein paar von. Ich habe eben, glaube ich, ein oder zwei Cyclops Sammelpunkt festgelegt. Nochmal gebaut. Du bist wieder ganz leise. So. Garage da, Warthogs können wir bauen. Mist. Also man muss sie einzeln ansteuern. Okay, ich dachte man hat sie so... Na ja, egal. Anführerfähigkeit bereit. Anführerfähigkeit, das heißt... Oh, was können wir hier denn machen? Erstmal werden wir angegriffen. So, da gehen wir mal eben schnell mit den Luftfahrzeugen hinterher. So. Luft. Ach, besser. Ich weiß nicht, du bist gerade ein bisschen leise. Ich bin immer noch ein bisschen leise. Ja, jetzt bist du schon leise. Für die Aufnahme würde ich sagen, bist du leise. Ja. Da musst du mich mal umpegeln. Nachschubmodul errichtet. So. Der ist auch Geschichte. Wollen wir mal zwei Warthogs hier errichten. Ich glaube, die sind ganz gut. Ja, Marines, ja. Da haben wir auch ein paar Marines für Flugabwehr. Ich glaube, ist ganz praktisch. Du kannst dich im TS übrigens selber auch pushen, weil wenn ich kann jetzt nicht rausgehen, weil dann ist das mit der Aufnahme ein bisschen blöd. Oh,
upgraden wir das mal eben fix. So, jetzt... das ist ein bisschen mit der Energie blöd. Nicht so hängen lassen, Marines! So, dann wollen wir mal eben... Nachschubmodul-Upgrade abgeschlossen. Dann hoffe ich, dass ich jetzt nicht so in Bewegung. Ich verstehe kein Wort bei dir. Im Laufbett. Aufgewärmt und bereit. Wir müssen die wohl ihre Wraiths herstellen. Das ist bestimmt nicht die einzige Anlage. In der Umgebung sind noch weitere verteilt. Wenn wir die Anlagen des Gegners sabotieren, verzögert das die Wraith-Produktion. Könnte uns später sehr... Immer noch sehr leise. Wieso immer noch sehr leise? Ich kann mich nicht mehr laut verstehen. Es kann allerdings aber auch sein, dass es an meinem TS liegt, weil... Wenn hier Ton läuft oder so... Kann das sein, dass der TS unterdrückt? Weißt du, was ich meine? Kontrollturm erreicht. Erobern und halten Sie ihn, damit ich die Aufzugssysteme übernehmen kann. Denken Sie dran, jeder Turm, den Sie erobern, erlaubt es mir, die Kontrolle schneller zu erlangen. So. Wir bauen nochmal zwei Hornets. Ich finde die ziemlich cool. Taktisch ziemlich angenehm. Das macht Autopegel erstmal wieder an, Cedric. Ich hab's jetzt nochmal ausgestellt, dass wir uns irgendwie... Ah, sehr leise. Also, ich glaube, für den Stream sind sie eher ungeeignet. Hornets unterwegs. Werde angegriffen. Das könnte etwas raus. Dann hoffe ich, dass es jetzt besser ist. Ja, jetzt ist es wieder besser. Ja, jetzt habe ich aber auch wieder das Autopegel drin. Ja, wir müssen das dann außerhalb der Dings mal, außerhalb der Dings müssen wir das dann machen. Ich kann theoretisch eh nur noch diese Mission, weil meine Frau köpft mich sonst. Kann sie ruhig. Das ist nicht gut, das macht mich dann kopflos. Ja, bis 22 Uhr, denke ich mal, ist eine gute Zeit. Ne? Ja, das sollte man noch bekommen. Ja. So nach dieser Mission vielleicht. Ja, eben. Ich sag, so. Die Mission bleibe ich auf jeden Fall noch. Ja. Also, die Hornets. Geschütz errichtet. Vielleicht nochmal zwei Warthogs. Hornets waren in jedem Spiel super. Ja, ne? Es ist taktisch sehr angenehm. Kannst du rüberfliegen? Oh, sind Gegner und schnell wieder weg. Geschütz errichtet. Auch, ich habe ja viel im Koop die Story gespielt oder die Stories gespielt. Und auch im Koop waren das super Maschinen, also ganz ehrlich, zwei Leute, die an den Seiten saßen, einer, der geflogen ist. Ja. War immer sehr angenehm. Das glaube ich. Was können wir denn hier denn machen jetzt? Achso, nur Marines bauen oder? Achso. Kontakte! Wow, wow, wow. Im Laufbett. Noch einer macht einen Nacken. So, sehr schön. Luftfahrzeugdepot errichtet.
Oh, Luftanhalten upgraden. Ja, dann machen wir es doch mal, oder? Das klingt immer gut, ja. So, hier sind die Warthogs. Wir haben einen Kontrollturm. Halten wir ihn auch, während wir die anderen einnehmen. Achtung, Feind gesichtet. Feuerbasis, was ist das? Das ist ein Kampffahrzeug gegen Fahrzeug. Wow, 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 wow. Fuck. Isabel hat die Verteidigungsanlage Spirit of Fire aktiviert. Mal schnell eben wieder zurück. Zu langsam für Feuer. So, Jerome, ich erhalte langsam Zugriff auf den Aufzug. Wenn sie die anderen Türme einnehmen würden, ging es aber schneller. Was denn einnehmen? Ach so, okay. In den Türme. Luftfahrzeug Level 1 erforscht. So, die Hornets sind jetzt noch stärker. Das ist ganz gut. Ach so, wir können nicht mehr Einheiten bauen. Nicht so hängen lassen, Marines. Na gut. In Bewegung. Generator errichtet. Verstanden. Ich begebe mich zu den Koordinaten. Hören Sie laut und deutlich. Im Laufbrett. Rücke aus. Ja, du hast 77 von 80 Einheiten. Punkten. Marines verloren, das ist nicht so wild. Noch eine Fabrik unschädlich gemacht. Ja, dadurch hast du wieder Platz für neue. Genau. Bauen wir trotzdem mal neue. Der Feind hat Kontrollturm C erobert. Kann er noch. Müssen wir einmal rumfliegen, ne? Einmal. Oh nein, das ist kaputt. Der Techniker hat eines unserer Fahrzeuge zerstört. Aber wir sollten mal bei, genau hier, zwei Stück davon machen. Zwei Warthogs wieder. Sammelpunkt festgelegt. So. Wagen auf dem Weg. Zurück und die Boden bereit. Bleibt alle hinter mir unterwegs. Die Schlacht ist ausgeglichen. Wir können hier noch gewinnen. Ich bin unterwegs. Aufpassen, wir haben... Anführerfähigkeit bereit. Anführerpunkt erhalten. Haben wir einen weiteren Treffer für die Hornet. Was hast du? Bei mir hast du Punkt B immer noch nicht eingenommen, obwohl du ja die Basis zerstört hast. Ja, aber ich muss erstmal Ressourcen haben, oder wie? Nee, hier, das muss ich hier einnehmen. Das wirst du gleich sehen. Ja. In Bewegung. Verstanden, begebe mich zu den Koordinaten. In Bewegung.
Ah, okay. Wow, 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 wow. Machen wir jetzt Putt-Kopf. Die Jäger machen wir down. Warum schon zu uns? Nee. Die Jäger dann ja so und so nicht. Sehr schön. So. Jetzt können wir einnehmen. Da sind wir hier. Hier, wir gehen super schnell weg. Tja. Den Horn ist überhaupt kein Problem. Ja, eben. Zyklops sollten wir vielleicht mal herstellen. Montage. Wann das jetzt ein Generator? Feindliche Artillerie beschießt mich! Aber 4, okay, hat sich erledigt. Wir haben von Holturm B erobert. So! Ich bin unterwegs. Ich sage euch, wir sind in der Sitzung. Fahndringer melden sich zum Dienst! Bewegung. Rück auf. So. Ich stehe hier oben unter Artilleriebeschuss. So. Haben wir wieder eine kleine Armee hier. Halt mal ruf da. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Ja, das war die letzte. Das wird ihre Wraith-Produktion beträchtlich stören. Ich verliere die Kontrolle, Jerome. Wir müssen den Verbanden endlich diese Türme abnehmen. Oh! Oh, 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 oh. Schicken wir mal eben unser Flugzeugchen hier. Bevor der uns das hier wegschnappt. Ich weiß ja nicht, ob er das überhaupt kann. Aber unsere Flugzeuge machen das schon, denke ich mal. Zack. Die Schlacht ist ausgeglichen. Wir können hier noch gewinnen. Granate! Räume den Punkt frei. Sparken auf dem Weg. Ich glaube, da kommt jetzt irgendwie... Wir verlieren Kontrollturm B an den Feind. Oh, 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 oh. Hornet ist unterwegs. Ah! Wir haben Kontrollturm B an den Feind verloren. So, das können wir jetzt aber leider nicht einnehmen hier. Deswegen gehen wir mal ein paar Einheiten hier rüber. Ausrücken, Marines! Aufgewärmt und bereit. Fahre los!
Fußeinheiten, also Marines, die das einnehmen oder wie? Ja, siehst du hier an diesem Symbol? Ja. So, jetzt geht's los. So, jetzt dürfen wir gleich beide haben. Das sollte dann ja auch das Missionsziel sein, oder nicht? So, jetzt ist hier eine kleine Schlacht entflammt. Nur noch ein kleines bisschen. Wir haben es fast geschafft. Jo, unsere... Wir sind kurz davor, die Schlacht zu gewinnen. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Verborgene Anlage zerstören, okay. Einen Weg zum Kartografen finden. Ich denke mal, das ist hier lang, oder? Ich weiß nicht, wo hier lang ist, aber ich schätze mal Richtung Norden bei B. Richtung Norden, genau. Ja. Wir haben Zugang zum Aufzug. Ah, Zugang zum Aufzug, okay. Jetzt sollen wir da rein, oder was? Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Verborgene Anlage zerstören. Egal, die Archive sind uns erstmal egal, würde ich jetzt sagen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier in den Kartografen rein. Zumindest gehe ich davon aus, dass es der ist. Gute Arbeit, Leute. Der Weg zum Kartografen ist frei und wir haben die Wraith-Produktion der Verbannten erheblich gestört. So ein Sieg fühlt sich gut an. Es ist noch zu früh zum Feiern, Jerome. Oh. Finden wir erst einmal heraus, was Atriox mit dem Kartografen vorhat. Ja, auch die Mission haben wir mit Bravour gemeistert. Ehrenvoll gekämpft. Ein wohlverdienter Sieg. Ja. Ich werde mich dann schon mal verabschieden. Ja, Cedric, dann erstmal dir vielen, vielen Dank. Kein Problem. Würde mich freuen. Ja? Viel Erfolg noch in der Kampagne. Ja, ich werde gleich. Auf jeden Fall noch angucken. Ja, ich werde gleich ein paar Booster öffnen. Okay. Blitzpakete heißen die, Kartenpaket. Okay. Davon werde ich ein. Wie nennt man das so schön? Ein Unboxing machen oder was? Ein Booster öffnen. Werde ich ein separates Video für machen, weil. Ist ja mal ganz spannend, ne? Jo. Ja, Cedric, dir erstmal vielen, vielen Dank. Würde mich freuen, wenn wir morgen wieder zusammen aufnehmen könnten. Morgen wäre das kein Problem, aber dann lass uns vorher nochmal schnacken. Hm. Ab Nachmittag habe ich da auf jeden Fall Zeit für und dann lass uns nochmal schnacken, dass wir das eventuell ein bisschen anders lösen. Okay. Ja, können wir dann gleich nochmal in Ruhe beschnacken. Wir haben jetzt die dritte Mission gemacht. Geht natürlich gleich weiter, aber für heute hören wir jetzt erstmal auf aufzunehmen. Wie gesagt, wir machen gleich noch Blitzpakete öffnen und bis hierhin schon mal vielen, vielen Dank, falls es euch gefallen hat. Daumen nach oben, followen, subscriben, wie auch immer. Würden uns sehr freuen und ja, dann vielen, vielen Dank und schönen Abend noch oder schönen Tag, wie auch immer. Oder bis gleich.